Das Bügelspiel weist eine reiche geschichtliche Überlieferung seit dem ausgehenden Mittelalter in Flandern, in den Niederlanden und am Niederrhein auf. Die älteste rheinische Darstellung findet sich in der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Kempen. 1513 schuf der Antwerpener Bildschnitzer und Maler Adrian van Overbeck den der heiligen Anna geweihten Hochaltar. Eine Schnitzgruppe des Altarschreins schildert die Szene eines Bügelspiels. Beim Bügeln geht es darum, mithilfe eines schaufelförmigen Schlägers eine Kugel durch einen Eisenring zu spielen. Nach diesem Eisenring, dem Bügel, ist das Spiel benannt. Auf der Bügelbahn in Hart tragen vier Mitglieder der Bügelgemeinschaft einen Mannschaftswettkampf aus, der bereits in der Schlussphase ist. Das Spiel basiert auf wenigen, nicht streng fixierten Grundregeln. Je zwei Spieler bilden ein Team. Die Teilnehmer schlagen in fester Reihenfolge. Als Treffer zählt ein Schlag von vorne durch den unteren Bügelring. Er bringt zwei Punkte ein. Punkte gibt es beispielsweise auch beim Hinausschlagen der gegnerischen Kugel aus dem Spielfeld. Sieger ist die Mannschaft, die zuerst 32 Punkte erreicht. Bügelbahnen gab es früher in jedem niederrheinischen Dorf. Sie waren meist an Gaststätten angeschlossen. Wie heute die Kegelclubs zum Freizeitvergnügen regelmäßig in der Gastwirtschaft zusammenkommen, so trafen sich bis in die 50er Jahre die Bügelgemeinschaften zum wöchentlichen Bügelen. Gut. Ja, das gefällt mir gar nicht. Also einen Moment, ja, du bist dran. Du musst jetzt irgendwie die Brille legen hier. Das hilft mir doch nichts. Das ist der Karl-Heinz, der schlägt auf mich. Ja, du musst gucken zum Ring. Ja. Ja, das ist schon zu weit. Nein. Peter, drauf. Halt, nur wenn langsam. Aber schön von innen, von der Innenseite. Gut. Gut. Der Vorteil ist genau wie. Oder du, Gott. Ich lege vor. Da kannst du ja drauf schlagen. Ja. Das Spielfeld ist ca. 9 Meter lang und ca. 5 Meter breit. Es besteht aus gestampftem Lehm. An drei Seiten ist die Spielfläche durch eine maximal 1 Meter hohe Bohlenwandung eingefasst. Vorne ist das Spielfeld durch die Kalle, eine mit Sand gefüllte Rinne und den Anspielbalken begrenzt. Manche Bügelbahnen waren auch überdacht, sodass bei jeder Witterung gespielt werden konnte. 30, 28. Ja, dann danke ich. 8, 8 steht. Hat der Peter getan? Der Franz muss jetzt durch, da steht da 32. Dann haben wir gewonnen. Es stand ja 36 zu uns. Also wenn ich das schaffe, kann er jetzt dann. Ja. Da, 30 beide, stopp. 30, nein, 30 beide. Dann ist der Günther dran. Günther, du bist dran. 30 beide. Ja, das mache ich jetzt am besten. Der geschmiedete Eisenring hat einen Durchmesser von ca. 25 cm. Ein Doppelbügel, wie hier in Hart, ist die Ausnahme. Bei solchen Anlagen werden Treffer durch den oberen Bügel höher bewertet. Ja, das merkt nichts. Das ist 32. Jetzt wird's schwer. Du bist dran. Ja, hör mal, du musst mich hochspielen. Was? So. Du musst immer runterspielen. Ja, genau. Pass auf, dass die Hose nicht reißt, war. Ja, so geht es schon. Ja, dann wird den Rätsel hoch. Ja, da hat sich auch so blöd hingelegt. Da auf und reißt die Hose. Einer Mannschaft werden hier zwei Punkte gutgeschrieben, da es gelungen ist, die Kugel des Gegners aus dem Spielfeld in die Kalle zu schlagen. Mit diesem Schlag hat das Team 32 Punkte erreicht. Die Partie ist entschieden. Nach einer Spieldauer von ca. 25 Minuten, die im üblichen Rahmen liegt. Nochmal. So, Willi, wo ist es? Noch eins. Knapp verloren. Probier mal. Halt, das meine Kugel, das bist du. Zu Beginn eines neuen Spiels ermitteln die Teilnehmer, wer mit wem eine Mannschaft bildet. Dazu führt jeder Spieler einen Schlag aus. Die beiden Akteure, deren Kugeln dem Ring am nächsten liegen, spielen zusammen.
Neben Mannschaftswettkämpfen gibt es auch Einzelspiele, in denen sich zwei oder drei Teilnehmer gegenüberstehen. Ja, aber wenigstens doch nicht berührt. So, Karl-Heinz, leg den Ring. Vorm Krise. Vorm Krise. Ja. Also, wie weit ist denn das Spiel? So, die zwei Schwarzen spielen zusammen, ne? So, Peter, du bist dran. Jo. Der ist der Fuhler. Nach hier, bis hier. Ah, da vorne. Das war natürlich nix. Dann ist der Jünter als nächster. Nee, der Franz ist dran. Ja, das gefällt mir gar nicht. Moment, ja, du bist dran. Die Mannschaften kommen abwechselnd zum Zuge. Zunächst ein Spieler der Mannschaft A, dann ein Spieler der Mannschaft B und so fort. Hieraus ergeben sich taktische Spielzüge wie Vorlegen, die eigene Kugel vor dem Ring platzieren, oder Karambolagen, die gegnerische Kugel aus einer günstigen Schlagposition vom Ring weg oder ganz aus dem Spielfeld befördern. Über diese Spielzüge verständigen sich die Spielpartner durch Zurufe. Ja, den Karl-Heinz kann ich ja nicht schlagen, da schlage ich dich mit runter. Ich setze mich nee, am besten auf. Ist okay. Ja, sicher. Schön Brille legen. Genau. So. Das ist gut genug. So, Peter, genau. Dahin. Der geht genau ja, vorbei. So habe ich mir das gedacht, ja. Ganz genau. Ja, so geht es schon. So ist gut. Aber ich muss Peter, durch, ja. Ja. Bitte, ja, noch hin. Franz, was heben, ne? Weiter, Peter. Weit. Schwer, der Junge. Krieg noch den Ring. Das ist trotzdem. Oh, ja. Bravo. Ja. Bravo. Ja. Gereizt. So. Karl-Heinz ist dran. Oh, ja, was da ist. So, Karl-Heinz legt den Ring. Nee, nicht den Ring. Das wäre schlecht. Ja. Geschafft. Gut, der Junge. Halt, Peter, du bist noch nicht dran. Halt, langsam. Also, das ist 10-8 jetzt. Kap, Peter. Ja, Peter. Ja, halt, der Schläger weg. Oh, jawohl. Gut, der Junge. Ein Heber. Ein Heber. Ein Heber. Du bist dran. Ja, hör mal, du musst nicht hochspielen. Was? So. Du musst immer runterspielen. Ja. Oh, ich verspreche dir auch nicht zu lange. Hey. Was? Ich hab den Ring. So, ja. Ja. Bisschen kurz, bisschen kurz. Ja, Karl-Heinz, schmeiß mal daneben. Ja. Das müssen wir extra. Muss er genau treffen, ja. Geschmack ist. Gut. Ja. So, ich bin dran. Zu den taktischen Finessen gehört der nächste Spielzug. Soweit ein Spagatschritt reicht, ist es erlaubt, die Kugel zu führen, statt zu schlagen, wie es die Regeln sonst vorschreiben. Dabei kann der Akteur seine Kugel in eine günstige Position vor den Ring legen, um einen Treffer der gegnerischen Mannschaft zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Schön, Peter! Ja! Ja. Hallo! 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 Mit einem geschickten Heber durch den oberen Ring erzielt ein Spieler einen 4-Punkte-Treffer. Ja, schlagen. Ja. Das geschieht dir recht. Die ca. 20 cm starken, 2 bis 3 Kilogramm schweren Kugeln sind in der Regel aus Buchsbaumholz. Die Bügler benutzen heute auch Kunststoffkugeln, zum Beispiel ausgediente Kegelkugeln. Warte doch. Gute Nacht, Sie. Ich muss von oben. Ja. Aber richtig mit Schmackes. Einen Punktabzug gibt es für die Mannschaft, deren Kugel von hinten durch den Ring geschlagen wird. Die Schläger sind, einschließlich des 20 cm großen Griffs, etwa 65 cm lang. Die hier eingesetzten werden von einem Mitglied der Harter Bügelgemeinschaft, der Zimmermann ist,
nach Bedarf aus Eschenholz gefertigt. Ja, ja, ja. Ja, fahr mal höher. Guck mal, zeig mal, was du kannst. Ja, das war's. Diese Bügelbahn kam um 1972 aus Waldnil, Kreis Viersen, wo sie nicht mehr genutzt wurde, nach Hart. Während heute nur noch diese bespielt wird, gab es um die Jahrhundertwende in Hart 7 Bahnen. Jede zweite Gaststätte hatte ein Spielfeld für dieses einst beliebte Freizeitvergnügen. Da hast du gerollt noch, was willst du denn? Nee. Ja, und wie in der Hühne. Gut geht's. Ja, ich kann mich auch zu Steuer um. Du warst unten, ja. Leck dich doch nicht so. Was? Was? Schwach. So. Gott, steh mir bei. Ja. Gut. Ja. Das war schwach. Du bist zwar oben auf der Welt. Ja, muss mir jetzt den Ring frei. 28, 24. Nicht 22. Also ist es ja, nur noch. 28, 24. Bitte, bitte. Peter, bring dich mal in Sicherheit. Ja, das ist tot sicher. Ach jo, da könnt ihr ja nicht. Ja, aber wie kann man das schaffen? Nee. Ja, aber. Beide. Zählt nichts. Beide unten. Ja, schön davor. So, damit der Karl-Heinz was zu heben kriegt. Die ältesten Zeugnisse vom Bügelspiel, zum Beispiel eine Verordnung der Stadt Deventer von 1482, stammen aus den Niederlanden. Während dort das Bügeln heute als Vereinssport mit offiziellen Meisterschaften betrieben wird, ist es hierzulande weitgehend in Vergessenheit geraten. Seit einigen Jahren bemüht sich nun das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath, das eine in den 70er Jahren erbaute Bügelbahn besitzt, dieses Spiel im Rheinland nach niederländischem Vorbild zu organisieren und zu pflegen. Inzwischen richtet das Museum niederrheinische, ja sogar deutsche Bügelmeisterschaften aus, an denen sich auch Gastmannschaften aus Holland beteiligen. Auch die Harter Bügelgemeinschaft, Mitglied des örtlichen Kegelclubs Volle Neune, nimmt mit Erfolg an diesen Wettbewerben teil.